Mit Trump würden Sie es tun? Habe ich ja schon gesagt, den finde ich gut. Mit Trump schon, aber... Den finde ich gut. Das ist der richtige Kerl. Dir ist schon klar, er wird dich in ein Flüchtlingslager bringen. Selma Buabe, tell me nothing from the horse. Sie bedroht mich, sagt, die holt ihre Cousins. Warum? Weil sie wahrscheinlich mit der ganzen Familie hier ist. Die kommen ja nie alleine. Da ist, da hängt eine ganze Familie und wir wissen ja, wie gebärfreudig die sind. Das ist ja eine große Familie. 15 Leute, waren sie mal auf einer türkischen Hochzeit? Schlimm ist das! 800 Leute, Stadtzelle werden. Ich hab da mal vor demonstriert, deswegen weiß ich das. Vor einer türkischen Hochzeit? Stadthalle in Rheinbach, da bin ich mal hingefahren, hab gesagt, so nicht. Hab alleine da mit einem Schild vorgestanden, wir waren zu dritt. 800 Leute! Habt ihr auf die Fresse gekriegt, sei ehrlich. Um mein Leben bin ich gerannt. Weil wenn 500 türkische Männer auf mich zukommen, dann würde ich so und so rennen. Mit oder ohne Schild. Ich denke, du bist so lecker. Ich denke, du bist so lecker. Bin ich auch. Bin ich auch. Wo denn? Hast du einen Freund? 8 habe ich. 8. 8 Freunde hast du? Ja. Ja, das glaube ich. Eine für Miete, eine für Klamotten, eine für Handyrechnung, eine für... für Gehirn? Guck mal. Ich weiß schon, warum man mich beleidigt, okay? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wäre ja sonst verpufft in der Ehe gewesen, jetzt die letzten 45 Jahre. So hart Kentucky Fried Chicken, ich schwöre auf alles, ja. Wie kann man so sein? Es liegt nicht an mir, okay? Es liegt nicht an mir. Ich bin gekommen, ich wollte sie lieben. Es liegt nicht an mir. Aber sie ist so ein Psycho, okay? Sie stellt sich mit 3 Leuten vor eine türkische Hochzeit. Oha! Es reicht. Ich habe nicht bis hier. Ich habe nicht bis hier. So einen Hals habe ich. Du machst deine Probleme selber. Ich sag ganz ehrlich, Herr Buckebungs, es geht's nicht so, was sie sagt. Es tut mir leid, jetzt, du musst auch mal was sagen. Du musst jetzt SEK holen und sie einsperren lassen. Es geht so nicht. Selma Buabe,